Lauter schwierige Patienten. Heute geht es um Max Frisch. Ich begrüße Marcel Reich-Ranicki. Herr Reich-Ranicki, es war Ihr ganz besonderer Wunsch, dass wir auf jeden Fall in dieser Reihe über Max Frisch sprechen. Warum? Darüber werden wir uns später noch unterhalten, denn Sie hatten es mit ihm nicht nur ganz einfach, darauf kommen wir noch. Aber zunächst mal hören wir uns kurz an, in einer ganz kurzen Fernsehaufzeichnung, warum Max Frisch geschrieben hat oder das, was er darüber sagt. Warum ich schreibe? Das ist die berühmte Gretchenfrage, nicht? Weil ich Lust habe. Etwas banal gesagt, weil ich ja irgendetwas tun muss. Wie Faulkner gesagt hat, to make money. Etwas pathetischer gesagt, weil es schwer ist, das Leben auszuhalten, ohne sich auszudrücken. Herr Reich-Ranicki, weil es schwer ist, das Leben auszuhalten, ohne sich auszudrücken, hat er gesagt. Er hat ja auch in einem seiner späten Bücher Montauk oder Montauk, halb Erzählung, halb Tagebuch, etwas Ähnliches gesagt und eigentlich eine Absage erteilt an das politische Engagement der Literatur, obwohl er doch politisch ein engagierter Bürger war. Ja, in dieser Äußerung, die wir eben gehört haben, ist zweierlei wichtig. Eine falsche Äußerung, eine Dummheit, die er gesagt hat, und etwas sehr Richtiges. Ich beginne mit der Dummheit. Ich muss schreiben, ich muss ja irgendwas tun. Geld das verdienen. Kann jeder Schriftsteller darf das sagen, nicht Frisch. Denn er hatte, anders als die meisten Schriftsteller auf Erden, einen Beruf erlernt. Mhm. Er war Architekt, und zwar ein erfolgreicher Architekt. Er hätte, man sagt, ich musste was tun, er hätte sehr schön weiterbauen können. Er hat ja Lezigraben, so eine ganze Anlage. Also das muss man sagen, ist ein großes Schwimmbad für 4000 Menschen In Zürich. Also er hätte natürlich als Architekt sein ganzes Leben verbringen können. Ich finde also diese Äußerung, das ist ihm so entschlüpft, irgendwas muss man tun. Dann hat er aber gesagt, anders kann man das Leben nicht aushalten. Das ist, glaube ich, eine treffende, gute, ehrliche Äußerung von ihm. Wie zeigt, verweist auf einen Umstand, der charakteristisch ist für alle. Seine Romane, seine Tagebücher, auch seine Stücke. Das Defensive. Er ist ein Schriftsteller der Defensive. Er attackiert überhaupt nicht. Er verteidigt sich gegen das Leben, gegen die bösen Menschen, gegen das Schreckliche, das man ertragen muss. Er schildert es, aber er ist ein Mensch in der Defensive. Ja, ein Autor der Angst, einer, der eigentlich immer Angst gehabt hat und die Angst beschrieben hat. Das ist das eine. Das andere in seinem Werk ist, dass er sich von allen Schriftstellern, allen wichtigeren dieser Zeit, deutschsprachigen natürlich, unterscheidet durch seine Thematik, seine Problematik und seine Fähigkeit, das Leben, das Schreckliche des Lebens darzustellen. Und dabei, jetzt kommt ein furchtbar gefährliches Wort. Ich weiß, eine der gefährlichsten Worte in allen Diskussionen in deutscher Sprache. Eben deshalb benutze ich es, das Wort Unterhaltung. Er ist ein sehr unterhaltsamer Schriftsteller, deswegen schätze ich ihn. Ich gehöre zu jenen, die sich ungern langweilen, wenn sie Bücher lesen. Frisch lesend habe ich mich nie gelangweilt. Er ist sehr merkwürdig. Ob das nicht damit zusammenhängt, dass er kein ganz richtiger Deutscher, wohl ein deutschsprachiger Schriftsteller, aber kein Deutscher war. Die Schweizer und die Österreicher sind oft, nicht alle, unterhaltsamere Autoren als die, wie man in Österreich zu sagen pflegt, die Reichsdeutschen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Nein, dafür gibt es keine Erklärung, denn natürlich ist es die Distanz zu einer etwas schwerblütigen deutschen Bildungstradition? Vielleicht, ich meine, in Österreich haben wir solche Autoren, die ja nun wahre professionelle Unterhaltungsschriftsteller waren. Nestroy und Raimund, aber fabelhafte Autoren, ganz fabelhafte Lustspielautoren. Und die Schweizer Autoren, also der Nachkriegszeit, diese beiden großen
Heroen, Max Frisch und Dürrenmatt, sind ja beide auch sehr unterhaltsame Autoren. Das Wort ist deshalb so gefährlich, weil es immer verwechselt wird mit dem Begriff Unterhaltungsliteratur. Und das ist leider in Deutschland ein negativer Begriff. Ich kenne einige Autoren, die ich schätze, waren reine Unterhaltungsschriftsteller. Also ich bitte um Entschuldigung. Ja. Was war Shakespeare sonst? Das war doch ein Unterhaltungsautor, der Shakespeare. Er hat doch Stücke geschrieben, um die Leute zu amüsieren. Dass dabei die besten Stücke der Welt entstanden sind, ist eine andere Sache. Aber das war seine Hauptintention. Gut, unterhaltsam soll es sein, darf es sein, aber die Unterhaltung ist nicht alles dabei. Naja. Bei Frisch sehen Sie die Frage, Sie haben vorher die Frage der politischen Engagements. Ja. Frisch hat dazu etwas sehr Interessantes gesagt. Frisch hat gesagt, eigentlich war er überhaupt kein engagierter Schriftsteller. Engagement war nicht vorgesehen, sagt er. Das war nicht beabsichtigt, nicht vorgesehen. Er wollte schreiben, er musste schreiben, um das zu zeigen, was er erlebt hat, seine Umwelt, seine wichtigsten, die Geschehnisse. Aber politisches Engagement überhaupt nicht. Nur, und da hat er eine erstaunliche, fabelhafte Formulierung, von einem bestimmten Grad des Erfolgs, man kann gleich vielleicht hinzufügen, der Popularität, ja, der Bekanntheit. Der Bekanntheitsgrad stellt sich, ob man es wollte oder nicht, Verantwortung ein. Man ist verantwortlich. Und diese Verantwortung ist auch politisch. Ja, er sagte immer, es sei seine Verantwortung als Bürger, wenn man so will, als prominenter Bürger. Sie sprachen ja seinen Brotberuf an. Frisch war Architekt, war ein Mensch, der rechnen konnte, der zeichnen konnte, auch ein genauer Mensch. Ich denke, das spiegelt sich zum Teil auch in seiner Sprache. Und weil Sie dieses Schwimmbad am Letztigraben angesprochen haben, ich habe mir jetzt noch mal Fotos angesehen, das ist wirklich eine sehr schöne, moderne Architektur. Es gefällt mir sehr gut, aber man kann auch daran anknüpfen, die Frage des politischen Engagements, denn er hat einen anderen Autor, den er bewundert hat und von dem er sich distanziert hat, auf den 10-Meter-Turm geschleppt, der sehr ängstlich war dabei, Bertolt Brecht, ja, und der sehr interessierte Fragen ihm gestellt hat, allerdings auch sehr froh war, als er von diesem Turm wieder runter war. Ja, also wissen Sie, Letzigraben, Sie haben sich die Zeichnungen mal angesehen, wie er das alles schön entworfen hat. Ich habe mehr für die deutsche Literatur getan. Sind Sie da, haben Sie da, ja, ja. Sind Sie da geschwommen? Jawohl, ich ja. war schwimmend, habe ich. Aber Sie sind nicht von diesem Turm gesprungen. Nein, nein, na, das nicht, aber schwimmend habe ich. Hat es Ihnen gefallen? Das, ja, hat mir sehr schön. Gefallen. Ich habe ja schon manches getan für die deutsche Literatur, um sie zu erkunden. Ja. Ich habe beispielsweise schon eine Suppe gegessen, die Grass gekocht hat. War auch beinahe heroisch. Ich wollte gerade sagen, was war denn gefährlicher, das Schwimmbad oder die Suppe aus Ihrer Nein, Sicht? Also die Suppe, ich hatte Angst, aber es ist mir nichts passiert. Ich glaube, Grass ist der Meinung, Sie hätten ihm auch die Suppe schon versalzen. Dieser Meinung war Grass oft. Jetzt, aber was Sie hier gesagt haben, er und Brecht. Ich will ja nicht, weil ich in dieser Sendereihe über lauter schwierige Patienten immer die Gefahr gerate, zu viel über Brecht zu reden, weil ich ihn so, je älter ich werde, desto mehr bewundere ich die Poesie von Brecht. Frisch hat über Brecht einiges geschrieben. Dem Umfang nach nicht viel. 2, 3 Aufsätze im Tagebuch, einiges fabelhaft. Er hat den Brecht durchschaut wie kein anderer. Er hat beispielsweise einen Satz über Brecht gesagt, den ich so glänzend finde. Das muss man schreiben können, so einen Satz. Hinterher sagt man, ja, stimmt ja. Nur es hat keiner vor Frisch das geschrieben. Er sagte, Brecht denkt was für ein Wort hat er gesagt? Brecht denkt unbedingt, mit einer ungeheuren Unbedingtheit, weil er an vieles nicht denkt. Weil er diese Fähigkeit hat, vieles zu konzentrieren auf jeweils einen Punkt, eine Frage oder eine These. Weil er vieles wegschiebt. Er erzählte ihm Frisch, zeigte ihm beispielsweise die Häuser in Zürich. Neue Häuser für Arbeiter gebaut. Das wollte Brecht nicht sehen. Nein. Elende Häuser, das wäre gut. Aber es waren schöne Häuser, Häuser, die die Arbeiter möglicherweise mit der Marktwirtschaft versöhnen konnten. Und das konnte natürlich Brecht nicht gefallen. Ja. Er wollte revolutionäre Arbeiter. Natürlich, er hatte das von sich geschoben. Er war ja sehr konsequent in vielem, was er tat. Er hat auch Frisch sehr gut durchschaut,
Brechts Verhältnis zum Theater. Er sagt, er war ins Theater verliebt. So, man kann sagen, Brecht war so verliebt, wie andere ins Casino gingen oder in die Börse gingen oder so. Er war verliebt. Und das ist das Erstaunliche von das Frisch, das er kannte. Er sagte, der hat ein Jahr lang ein Stück geprobt, wenn er ihm dann gesagt hat, es wird nicht aufgeführt, na dann eben nicht. Dieses eine Jahr hat ihm unendlich viel Spaß und Freude bereitet. Das alles hat Frisch gesehen, aber Frisch hat den Unterschied zwischen ihm und Brecht auch sehr genau erkannt. Brecht wollte ja eine ideologische, eine politische Basis, ein Fundament haben, den Marxismus, den Kommunismus für sein literarisches Werk. Davon wollte Frisch nichts wissen. Nicht, auf keinen Fall und unter keinen Umständen. Es gibt ja ein Stück, das exemplifiziert, Biedermann und die Brandstifter, ein Lehrstück ohne Lehre. Das heißt, dass er hat vom epischen Theater Brechts gelernt, aber er wollte keine Lehre verbreiten. Kann Lehrstück ohne Lehre, nee, das stimmt, aber das heißt wohl ganz einfach, ein Lehrstück brechtscher Art, aber ohne Marxismus. Ja. Keine Spur von Marxismus. Naja, wenn man sich das Stück ansieht, dieses Stück Biedermann und die Brandstifter, und es gehört zum Besten, was Frisch für die Bühne geschrieben hat. Ich glaube, es ist einer seiner besten Stücke. War ja überhaupt kein so genialer Dramatiker. Jetzt finde ich in den Romanen und Tagebüchern stärker als in den Stücken. Da war ihm der Dürrenmatt überlegen. Wenn man sich es ansieht, ist natürlich die Idee der Bürger, der die Feuer, die Leute, die Brandstifter in sein Haus einlädt, der sie nicht loswerden kann. Schon das ganze Verhältnis des deutschen Bürgertums eins zum Kommunismus, die und Schwäche zum Nationalsozialismus. Die Schwäche der Intelligenz für terroristische Parteien, für extreme politischer Richtungen. Es ist nicht ganz. Der Bürger, der nicht sehen will, was für eine Gefahr besteht. Aber es ist nicht ganz ein Lehrstück ohne Lehre. Etwas Lehre ist da. Es ist was Kokettes. Es ist eine Lehre, aber keine Doktrin. Keine Doktrin. Ja, das ist gut. Das ist milder ausgedrückt. Eine Lehre in gewissem Sinne, aber keine Doktrin. Naja, Frisch war aber fasziniert von Brecht. Ja. Er hat einen enormen Eindruck auf ihn gemacht. Er hat bei Brecht gelernt. Er war der Einzige übrigens, der sich wirklich Brechts als der, noch wenig bekannt in Zürich war, seiner wirklich angenommen hat, ihn sozusagen betreut hat. Ja. Das ist charakteristisch für ihn, charakteristisch auch die große Freundschaft zwischen Frisch und dem Konkurrenten. Frisch und Friedrich Dürrenmatt. Nur, war diese Freundschaft frei von Neid? Ja, sie war fabelhaft. Aber sie ging bis zu einem bestimmten Punkt und dann zerbrach die Freundschaft. Frisch hat etwas Unglaubliches gesagt, das werde ich ihm nie vergessen. Das gibt es in der Weltliteratur überhaupt nicht. Frisch ist in einem Interview gefragt worden, was ist das Wichtigste, was die Dramatik überhaupt nach 1945 gemacht hat? Da hat er gesagt, das beste Drama nach 1945 ist der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt. Dass einer das Werk eines Konkurrenten als das allerbeste nennt, das gibt es überhaupt nicht. Das war eine fabelhafte Äußerung. Übrigens, insofern eine richtige, als in der Tat, glaube ich, Frisch ein Stück, das so gut wäre, wie der Besuch der alten Dame, nicht gelungen ist. Andererseits ist es traurig, aber wahr, fabelhaftes Stück, Besuch der alten Dame, schon sehr verblasst. Naja, natürlich, von Frisch sind die meisten Stücke verblasst. Andorra, das spielen noch Laientheater ab und zu. Er hat alle diese Stücke von ihm. Das wirklich gelungene Drama ist eben doch der Einakter Biedermann und die Brandstifter, wo dann jemand auf die Idee kam, da soll noch ein zweiter Teil dazu geschrieben werden. Obwohl es in diesen Stücken liegen ja faszinierende Ideen zugrunde. Also bei Andorra, wie jemand so wird, wie die anderen ihn sehen,
dieser Andri, ja, den die anderen fälschlicherweise für einen Juden halten. Und der nimmt dann die Eigenschaften an, die ihm nachgesagt werden. Ist eine grandiose Idee. Es geht ja eigentlich nicht nur um die Auseinandersetzung mit der Verfolgung und Vernichtung der Juden, sondern um ein, wenn man will, ein soziologisches Grundproblem. Alles, was er hatte Sie immer, sagen. Immer hervorragende Ideen. Auch in alles, Kurs, was Sie sagen. Nur gegen das Stück kann man etwas ausspielen, ein Konkurrenzwerk, das meisterhaft und vollendet ist und dasselbe Thema behandelt, nämlich die Geschichte der andorranische Jude von Max Frisch. Ja. In der kurzen Geschichte, ja schon sehr früh in seinem Tagebuch, im Tagebuch 46 bis 49 steht es schon. Ja. Das Stück ist ja eigentlich hochinteressant bis zur Mitte. Die zweite Hälfte ist viel schwächer. Soviel ich weiß, kam er in eine tiefe Krise, nachdem er die Hälfte von Andorra geschrieben hat. Er konnte nicht weiterschreiben und hat etwas getan, was für mich unbegreiflich ist. Aber ich bin nicht sein Richter. Wissen Sie, was er getan hat? Nee, er ist in die Psychoanalyse gegangen. Hat sich von einem Psychoanalytiker behandeln lassen. Lange, lange Zeit. Ja. Aber die man Psychoanalyse kann sowas hat... Ja, man kann sowas ja offenbar ohne geistigen Schaden überstehen. Ja, aber Sie sehen, er hat, wissen Sie, da gibt es eine Parallele in der Weltliteratur, in der deutschen Literatur. Da hat ein deutscher Schriftsteller einen Roman geschrieben vor über 100 Jahren und konnte ihn nicht zu Ende schreiben. Er kam in eine tiefe Krise. Der Autor hieß Theodor Fontane und der Roman hieß Effi Briest. Ja. Dieser Mensch Fontane ging zu einem Arzt. Noch gab es die Psychoanalyse nicht. Das war sein Glück. Ja. Er ging zu einem Arzt und der Arzt war nicht dumm. Der Arzt sagte, wissen Sie was, lassen Sie mal den Roman liegen. Schreiben Sie mal etwas, was Ihnen ganz leicht fällt. Vielleicht so eine Lebensbeschreibung. Und da schrieb Fontane so ein Buch von 20 bis 30, autobiografisch, nicht sehr anspruchsvoll, gar nicht schlecht, gut lesbar. Und als er damit so fertig war, war schon etwas Zeit vergangen, hat er sich wieder der Effi und der Sache mit dem Innstetten zugewandt und hat den Roman zu Ende geschrieben. Und was ist daraus geworden? Einer der besten Romane, die je in deutscher Sprache verfasst wurden. Was heißt das jetzt in puncto Frisch? In puncto Frisch, dass auch Frisch in erster Linie ein Romancier war. Neben seinen beiden Tagebüchern drei große Romane, Stiller, Homo Faba, beide in den 50er Jahren publiziert, 60er Jahre, mein Name sei Gantenbein. Kein Roman von diesen dreien ist wirklich so ganz gelungen, keiner ist vollkommen, alle haben sie Fehler, Schwächen, man kann sie kritisieren, man kann herumnörgeln, weil sie alle eine Eigentümlichkeit haben. Sie sammeln vor allem zwei, der Stiller und der Gantenbein. Geschichten. Ja. Stiller ist ein Titel, unter dem er eine Fülle von Geschichten, anekdotische, kleine, größere Episoden, verschiedene Motive gesammelt hat. Gantenbein auch. Homo Faba hat eine durchgehende Handlung. Ja. Das ist was anderes. Denn Homo Faba hat nicht diesen etwas unglücklichen Einfall, mit dem ich mich nie abfinden kann, dass der Bildhauer Anatol Ludwig Stiller, der im Ausland geflohen ist, aus der Schweiz, 6 Jahre im Ausland war, und er will nicht mehr Stiller sein. Schluss mit der Vergangenheit, aus, erledigt, Stiller ist er nicht. Gut, und dann kehrt er in die Schweiz zurück. Also da, wo, und erklärt, ich bin nicht Stiller. Da, wo so ihn alle kennen. Fängt der Roman kennen, ja an. In Paraguay hätte er ruhig oder in Uruguay oder in Peru als Nicht-Stiller leben können. Aber Stiller ist, hat eine Fülle fabelhafter Episoden, erotischer Episoden. Ja. Frisch ist ein ganz großer, ich sagte, ein unterhaltsamer Autor. Warum ich ihn so liebe? Es kommt noch was hinzu. Er ist einer der ganz wenigen großen Erotiker der deutschsprachigen Literatur nach 1945. Unsere Schriftsteller sind da mit der Erotik nicht so ganz. Nein. Also Günter Grass liebt Liebesgeschichten nicht sehr. Kommt manchmal vor, aber meist sind die Frauen bei ihm so attraktiv wie Tulapokrivke, wenn die sich an Tulapokrivke in den Hundejahren noch erinnern. Ja. Und so. Ich meine, da ist ja schon der Name. Naja, also die Erotik ist nicht seine aber halt, um dem Gras kein Unrecht anzutun, er hat erotische Gedichte geschrieben, einige, wir wunderbar. Wir müssen irgendwie den Weg zu Frisch jetzt zurückfinden. Gut, dass Sie mich und ich will mal versuchen, was Sie gerade gesagt haben, diese Fülle von Geschichten auf eine These zu bringen. Also Stiller, Homo Faba, Gantenbein
sind ganz unterschiedliche Geschichten, zum Teil Sammlung von Geschichten. Er hat sie jeweils aufgehängt an dem berühmten Identitätsproblem, das sozusagen die Grundlage ist. Vielleicht ist aber das dann auch aus Ihrer Sicht eine erzählerische Problematik oder Schwäche. Stiller will seine Identität nicht akzeptieren, sagt, ich bin jemand anders. Jeder fragt sich, wieso kommt er dann zurück? Und das wird ausgespielt und am Schluss ist er wieder der Alte, aber doch jemand anders, weil er ja schon wieder eine Geschichte erlebt hat, nämlich den vergeblichen Versuch, das zu leugnen. Homo Faber hat eine Identität, das ist der technische Mensch, der sich mit sich selbst völlig im Reinen ist, der sich selbst definiert, nur er wird vom Leben dementiert und deformiert und Gantenbein erfindet sich gleich von vornherein. Er sagt gleich, mein Name sei Gantenbein und erfindet alle die Geschichten. Und am Schluss heißt es, als wären sie alle nicht geschehen. Ja. Ist das eine Stärke, dass er dieses Identitätsproblem sozusagen als Aufhänger genutzt hat? Nein. Oder ist überhaupt es aus Ihrer Sicht eine Schwäche? Es ist nicht, er wollte nicht naiver Erzähler sein. Nein. Ich möchte mich nicht auf das Wort Schwäche hier festlegen lassen. Ich will nur sagen, nehmen wir als Beispiel, um das, die Frage zu beantworten, die Sie eben gestellt haben, nehmen wir als Beispiel den Roman Homo Faber. Das ist ja die Geschichte, Sie haben ja das Problem schon hier gezeigt. Einer glaubt, man kann alles auf Erden messen, wiegen, mit Rationalismus kann man alles errechnen, alles, und das Leben widerlegt es. Die These ist so absurd, die alles Irrationale so vollkommen leugnet, dass deren Widerlegung... Aber es gab doch diesen Glauben an die Technik und Technik. Also, wie kann man sagen, in den 50er Jahren gab es doch sicher Leute. Alles kann man vorher berechnen. Nein, plötzlich werden Menschen, die 40 Jahre alt sind, krebskrank und sind ein halbes Jahr später krank. Und die ganze Medizin in manchen Fällen ist völlig hilflos. Ja. Nein, es passiert das Leben. Im Leben unendlich viel, was eben nicht berechenbar ist und nicht mit dem baren Rationalismus zu klären ist. Nun ist aber Folgendes. Dieser Faber, der Ingenieur, fährt auf diesem Schiff nach Europa zurück. Und es ist da diese unvergessliche Szene, die Begegnung mit einem ganz jungen Mädchen. Und die große Liebe des 50-jährigen Faber, des Ingenieurs zu diesem Mädchen. Man hat mir sehr verübelt, als ich mal vor vielen, vielen Jahren geschrieben habe, dass da eine so fabelhafte Liebesgeschichte, dass sich nachher herausstellt, das Mädchen ist seine Tochter, das ist eine andere Sache. Aber wenn sich das nicht herausgestellt hätte, wäre es auch eine dolle Liebesgeschichte, die er hier erzählt. Und natürlich das. Ich meine, auf dem Schiff lernt er sie kennen. In Frankreich bekommt die Geschichte einen gewissen Charme. In Italien wird es die große Liebesgeschichte. Und in Griechenland schlägt die Tragödie zu. Genau. Das ist schon doll erzählt. Das sind fabelhafte Episoden. Aber es ist natürlich auch, wenn Sie das kritisieren, die Konstruktion ist ja das umgekehrte Ödipus-Motiv eigentlich. Es hat natürlich schon etwas sehr Unwahrscheinliches. Nicht also diese frühere Geliebte, Hannah, das Kind sollte abgetrieben werden, er findet sie dann irgendwo wieder und die, mit dieser Tochter fängt er ein Verhältnis an, ohne es zu wissen, hat etwas sehr Konstruiertes. Ja, das war der Hintergrund meiner Frage und trotzdem ist es großartig erzählt. Die großen Romane sind oft total unwahrscheinlich. Sie haben recht, die Geschichte mit Faber, aber nicht unwahrscheinlich. Brauchte Frisch solche Konstruktionen, weil er, sag ich mal, hatte er Angst, sozusagen ein naiver Erzähler zu sein? Es gab ja auch die Theorie, der Roman hat sich ausgeschrieben nach dem Krieg und er hat sozusagen ein Problem genommen und dann doch wieder erzählt. Ja, verzeihen Sie. Sie sagen, die Geschichte ist unwahrscheinlich mit Homo Faber. Sie haben im Prinzip natürlich recht, die ganze Idee von dem Faber, ganz unwahrscheinlich. Aber dass er sich in ein Mädchen so verliebt, in dieses Faber, das ist nicht unwahrscheinlich. Das gibt es, das wissen wir. Ich weiß es von Ihnen und Sie wissen es aus der Weltliteratur. Das gibt es. Und Frisch hat nicht zufällig dieses Motiv immer behandelt. Sehen Sie, zurück zum Stiller. In Stiller gibt es alle möglichen Motive, Szenen, die zusammenhängen miteinander, irgendwie oder nicht. Wissen Sie, die ganze Theorie mit dem Stiller, man muss sich annehmen, die Frage der Identität interessiert mich alles. Aber Stiller und die Julika, diese Ehe- und Liebesgeschichten und die anderen in dem Roman, das ist fabelhaft. Ja. Er war ein ganz großer Kenner der Psychologie und ein großer Kenner der Liebe, der Erotik. Ja.
das, wenn sich Schriftsteller so sehr für Erotik interessieren, hat das immer mit dem eigenen Leben zu tun. Wie ja überhaupt bei guten Schriftstellern alles, was sie schreiben, mit dem eigenen Leben zu tun hat. Ich meine, der Shakespeare, das muss ein furchtbarer Mensch gewesen sein. Der war zu allem fähig. Ja. Der war fähig, so zu sein wie Richard der Dritte. Wir müssen das annehmen, sonst hätte er diese Dramen nicht schreiben können. Also zurück zur Sache zu Max Frisch. Also es ist in allen diesen Büchern Erotik auf eine ganz besondere Art dargestellt. Was ist das Besondere an der Erotik bei Frisch? Wissen Sie, das ist eine Frage, die mich interessiert hat. Warum ist mir dieser Frisch eigentlich, steht er mir näher als Grass oder Uwe Jonsson, auch Martin Walser? Er zeigt eine ganz andere Welt. Jonsson zeigt vorwiegend eine kleinbürgerliche Welt. Auch Walser, na Grass, diese Ladenverkäufer, es beginnt schon in der Blechtrommel. Die haben alle ihr Milieu, ihre Welt, die sie gut, zum Teil fabelhaft darstellen. Frisch ist der Einzige, der in den Mittelpunkt seiner Romane den bürgerlichen Intellektuellen von heute stellt. Deswegen, ich habe den Eindruck... Aber der bürgerliche Intellektuelle hat sich natürlich auch nach dem Krieg pausenlos mit der Frage der Identität befasst. Das war, also ich glaube, Frisch wäre auch ein großer Soziologe geworden, wenn er gewollt hätte, weil er die Rollenproblematik, die Identitätsproblematik sehr gut geschaut hat. Er hat allerdings, und das bekräftigt ja Ihre These selber gesagt, die Literatur beschäftigt sich eigentlich mit dem, was da ist beim Einzelnen, wenn man die Soziologie weglässt, was sozusagen übrig bleibt. Das ist eigentlich das Interessante an der Literatur. Ja, und da sind wir ja bei dem Einzelnen, bei der Erotik, bei der Eifersucht, die ein großes Thema war. Ja, aber noch etwas. Es gibt eine wunderbare Passage bei Frisch, wo er sagt, wir leben in solchen schrecklichen Zeiten, was sich alles da abspielt und Atomkrieg droht und dergleichen. Und da sollen wir uns mit Ich-Problemen, mit den Konflikten irgendwelcher Individuen beschäftigen. Und er sagte, ja. Aber am Ich erweist sich das Leben. Ja. Und deswegen ist er derjenige, der den Intellektuellen von heute, ich sage plus minus bürgerlicher Provenienz, zeigt. Sehen Sie, ich habe mal etwas sehr Merkwürdiges erlebt. Mit Günter Grass, aber es betrifft Frisch. Das ist sehr beruhigend. Ja, ich saß mit Frisch, mit Grass im Flugzeug. Wir flogen gen Schweden zu einer Tagung der Gruppe 47. Und Grass hatte meine Kritik über den Gantenbein gelesen. Und Grass hat all vieles, duldet Grass. Aber dass man Kollegen lobt, sieht er nicht so gern. Ich hatte den Gantenbein sehr gelobt. Er war empört. Er sagt, das gefällt Ihnen, dieser Roman. Sag ich, ja, der Roman gefällt mir sehr. Was sind denn das für Menschen, die in diesem Roman auftreten? Die fliegen ja immer in Flugzeug, die sind immer in Intercity-Zügen, fahren die hin und her. Ich sage, Herr Grass, und wo sind wir? Wir beide. Wir sitzen doch auch jetzt in diesem einem Flugzeug. Sagt er, ja, tatsächlich. Das ist doch, er schildert unsere Welt, unser Leben. Ja, eben Menschen, die fliegen, die in Intercity fahren. Damals konnte man Intercity nur erste Klasse fahren, lange her. Und deswegen, er zeigt diese Welt des Intellektuellen. Er zeigt die Liebe der Intellektuellen. Ganz fabelhaft im Gantenbein. Und er zeigt es zum letzten Mal groß in dem Buch Montauk. Ja. Das ist ein... In New York auf Long Island, sozusagen an der Landspitze. Und es ist ja eine Mischung von Erzählung, Tagebuch, ist ein sehr spätes Werk und war eine, wenn nicht die letzte Liebe einer Amerikanerin, es beruht ja auf einer realen Begebenheit. Ja, also es ist so. Und fällt insofern etwas aus dem Rahmen, als er sich direkt dazu bekennt, dass er das erlebt hat. Ja, also es ist ja so bei der Geschichte. Er beginnt damit, dass er sagt, nur Schluss. Ich werde keine Geschichten mehr erfinden. Ich werde beschreiben, wie es war. Ja. Das Erlebnis mit dieser Flynn oder Lynn. Lynn heißt sie dort. Im richtigen Leben hieß sie Alice. Ja, gut. Und sie heißt Lynn. Ja, gut. Mit diese Geschichte. Und er schildert das auf eine ganz ungewöhnliche Weise. Ich habe damals etwas in der Kritik, einer sehr enthusiastischen Kritik, die man mir natürlich verübelt hat. Wenn man einen Autor tadelt, hat man einen Feind.
den, den man getadelt hat. Wenn man einen Autor lobt, hat man 100 Feinde. Die anderen, die alle voll Neid blicken. Aber Sie haben ja beides gemacht. Sie haben ja Frisch auch getadelt, hat er Ihnen sehr verübelt. Natürlich mal. Ja. Ja, aber Sie haben ihn gelobt. Montauk haben Sie sehr gelobt. Montauk habe ich gelobt. Hat ein böser Mensch sogar geschrieben, wenn der Frisch beschreibt, wenn ein Autor beschreibt, wie alte Männer den Kopf verlieren, sich verlieben in kleine Mädchen, dann verliere ich den Kopf. So ein bisschen übertrieben. Ich meine, aber das alte Männer und Mädchen, Gott, das ist ein Motiv, hat der Goethe ja auch behandelt, gar nicht so schlecht in dem Faust. Also warum man mir verübelt, dass ich das Thema interessant finde. Ich habe damals in der Kritik ein Wort verwendet, das mich heute, so ist das im Leben, sehr wundert. Weil ich heute ein alter Mann bin, von 81. Damals war Frisch 64 Jahre alt. Und ich habe geschrieben, das ist, was ihn hoffentlich keine Taktlosigkeit ist, zu sagen, ein Alterswerk. Ja. Heute wundere ich aber mich. Bei 64 ja, ja. Aber es liest sich ja wie ein Alterswerk, weil es ja auch eine Reihe von Rückblenden enthält. Er hat eine Reihe von Geschichten eingebaut, zum Beispiel seine Geschichte mit Ingeborg Bachmann. Wird dort beschrieben bis hin zu diesem Schluss, dass also, wir haben es beide nicht gut bestanden. Wenn Sie mir ein schnodderiges Wort nicht verübeln. Selten ist eine große Liebesgeschichte so ausgeschlachtet worden in der Literatur wie die Geschichte von Max Frisch und Ingeborg Bachmann. Er hat immer wieder darüber geschrieben. Sie hat es in seinem Leben genommen. Sie wollte ja nicht Stoff für ihn sein, nicht? Sie hat ihm das ja vorgeworfen. Die Ehefrau wollte. Ja, die Ehefrau hat ja auch dagegen protestiert, aber da hat er es befolgt. Das war später die Marianne Oers. Ja. Da hat er es befolgt. Die hat er nicht geschildert in den Büchern. Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Er hat noch im allerletzten Stück, Triptychon, ein leider ganz schwaches Stück. Da ist eine Sache interessant, der Mittelteil, denn der ist über Ingeborg Bachmann. Die Bachmann hat ihn wie wahrscheinlich keine andere Frau im Leben fasziniert. Er hat das Thema immer wieder aufgegriffen und vor allem etwas gezeigt, was unsere Literatur so gar nicht kennt, neuere, nämlich die Liebe zwischen zwei Intellektuellen. Also hier der Autor Frisch und die Autorin Bachmann. Das ist, sehen Sie, ich habe bei den Frischbüchern und bei den Tagebüchern natürlich ein Gefühl, der schildert meine Welt, in der ich lebe. Wenn ich manch einen anderen Autor, ich will jetzt schon keinen Namen nennen, sage ich, ja, das ist gut, das ist interessant, aber das ist nicht meine Welt. Der Schriftsteller ist nicht verpflichtet, meine Welt zu schildern. Aber wozu lesen wir eigentlich Romane oder Erzählungen? Vielleicht lesen wir Romane oder Erzählungen, um uns selber wiederzufinden, um unser Leben besser zu verstehen. Wissen Sie, ich meine, warum ist das erfolgreichste Drama auf dieser Erde so ein merkwürdiges Stück über einen dänischen Prinzen, der seinen Vater ermorden soll? Was ist nun los mit diesem Hamlet? Das ist halt auch ein Intellektueller, ja. Ja, eben. Die Intellektuellen Zauberer, der ganzen Welt erkennen sich in Hamlet wieder. Hat der Shakespeare schon gut gemacht, das Stück. Bitte, ich meine, nehmen Sie es mir nicht übel. Ich will nicht sagen, Hamlet steht mir näher als Oskar Mazerat. Das ist der Vergleich ist sehr kühn. Aber nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Ja, eben. Aber ich kann sagen, dass die Figuren bei Frisch mir näher stehen als die von Wissen Sie, an welchen Autor ich gedacht habe? An einen Amerikaner, Louis Begley. Jetzt mit Schmidt und Schmidts Bewährung, weil er auch, ist natürlich auch Alterswerke, in der Welt eines reichen Anwaltes. Dabei ist mir Frisch wieder eingefallen mit Montauk. Finden Sie das sehr abwegig? Nein, gar nicht abwegig. Ich finde ja von Begley vor allem sehr schön das Buch, das während der deutschen Okkupation in Polen spielt. Ja, Lügen in Zeiten des Krieges. Ja, das ist ein wunderbares Buch. Ein guter, hochbeachtlicher Schriftsteller. Jetzt werde ich sagen, zurück zu Frisch. Ja, genau. Wissen Sie, ich wollte Ihnen auch nur mal zeigen, wohin das führt. Ja. Dass ich das auch kann. Also, bei Frisch, die Tagebücher.
diese Tagebücher sind doch ungeheuerlich. Da ist das Material für alles schon drin. Alles drin. Die Geschichten. Graf Öderlein, das Drama Graf Öderlein. Biedermann ist darin. Natürlich ist Biografie ein Spiel, wahrscheinlich auch, da bin ich gar nicht sicher. Ein spätes Stück von Max Frisch, nicht ganz geglückt. Aber mich hat es schon gereizt, dieses Stück, wo eigentlich gezeigt wird, wie ein Empfang zu Ende geht, alle gehen weg, nur eine bei einem einzelnen, einsamen Herrn, nur eine Dame kommt wieder, weil ihr Wagen nicht anspringt und sie muss zurück zu ihm, um jemanden anzurufen. Und er guckt sie an und sagt, wenn Sie jetzt bei mir über Nacht bleiben, brauchen wir in 7 Jahren 2 Rechtsanwälte. Ja. Ich meine, das ist schon eine Abbreviatur, die schon ganz toll, eigentlich interessant, wie Liebe entsteht, wie Beziehungen sich entwickeln. Auch wie, Eifersucht. Wie Eifersucht. Eifersucht ist ja ein sehr starkes Thema. Ja, und wie Leute auseinandergehen. Das hat Frisch gezeigt vor dem Hintergrund unserer Epoche. Das ist und rückhaltlos sehr ehrlich, finde ich, die Eifersuchtsbeschreibung. Ja, ach, wissen Sie, oder das weiß ich nicht. Vielleicht ehrlich. Ich würde sagen, darauf kommt es nicht an in der Literatur. Nicht richtig. Muss ja nicht ehrlich sein. Gut muss es sein. Aber dass jemand sich, Eifersucht gilt ja als Schwäche, dass jemand sich dazu bekennt und es dann sehr genau beschreibt, ist doch eine große Leistung. Die meisten würden es ja leugnen, ja, und so tun, als stünden sie drüber, seien völlig souverän. Nein. Das hat er nicht gemacht. Frisch hat in seinem ganzen Werk immer wieder seine Schwächen gezeigt. Aber er hat eine ganz hochinteressante Sache, ein ganz wichtiges Element. Er war ein Diagnostiker menschlicher Leiden in seinen Büchern. Kein Therapeut. Er hat nie Lösungen vorgeschlagen, nie gesagt, was man machen soll, wie man es machen muss. Er hat nur zeigen wollen, wie es ist, was mit dem Menschen geschieht. Eben, wenn er sich in irgendein Mädchen verliebt und nachher stellt sich heraus, das Mädchen ist seine Tochter. Also ein doller Einfall. Natürlich gab es das schon in der Literatur. Aber zurück noch zu Frisch. Er hat in den Stücken immerhin Rollen geschrieben. Und deswegen sind die Stücke von Schauspielern gern gespielt worden. Aber eine Sache ist sehr traurig. Wenn man über das, man muss sich immer wieder den Spielplan der Theater, sagen wir, der deutschen Theater, schweizerisch, österreichisch, gehört alles dazu, ansehen, wie der Spielplan aussah in den 50er Jahren. Mhm. Hochinteressant. Da liest man Stücke, 30 Titel, kein einziges wird heute gespielt. Ja. Das ist ja unglaublich. Im Theater, und das war immer so, die Fachleute des Theaters sagen, so ist das, ein Theaterstück existiert 20 Jahre, Schluss, erledigt. Die ganzen Stücke von Anouilh, von Giraudoux, auch von Claudel, die man damals gespielt hat, und von Frisch, wer spielt denn Graf Öderlein? Aber auch Beckett, Brecht haben ja wenig gespielt. Ja, Brecht. Auf die Ebene Genie, da ist ein bisschen anders immer, wenn wir auf die geniale Ebene kommen. Denn die Stücke von dem Shakespeare spielt man ja auch immer wieder. Aber es sind wenige. Das meiste geht beim Theater wahnsinnig schnell verloren. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Denn das sind ja nicht Aktualitätsstücke. Anouilh hat doch in seinen Stücken Probleme behandelt. Nach wie vor, ja. Die Probleme sind da nach wie vor, aber man spielt sie nicht. Warum? Wenn man mit einem Intendanten, einem Theaterintendanten, Sie sind da unschuldig, Herr Voss, aber wenn man mit Theaterintendanten spricht, bin ich unschuldig. Da sagen die Theaterintendanten sagen immer einen Satz, da bin ich wieder machtlos, da kann ich nichts tun. Die sagen, das ist vorbei, das kann man nicht mehr spielen. Halt, warum nicht? Nein, das kann man nicht mehr spielen. Sie glauben, die Probleme sind doch schon zeitlos, die auch Frisch gezeigt hat? Ich weiß es nicht. Solche Dummköpfe sind Theaterintendanten nicht. Wenn sie diese Stücke nicht mehr spielen wollen, hat das schon Gründe. Denn die suchen ja Stücke. Aber es wird ja auch mal wieder entdeckt und ja auch wieder Belegung. Gucken wir ganz wenige, nennen wir mal einen Namen eines Autors, der am Leben geblieben ist mit seinem dramatischen Werk. Horvath,
Ödön von Orban. Das ist ein ungewöhnlicher Fall. Der Zuckmeier ist schon weg. Wir entfernen uns immer mehr von Frisch. Ja, aber Zuckmeier, nichts. Ich nehme mal ein Stück von Frisch, das Sie vielleicht nicht so gut finden, das aber Ihre These illustriert, das mir sehr gefallen hat, damals und heute. Das ist die Komödie Don Juan. Oder die Liebe zur Geometrie. Liebe zur Geometrie. Und da wird ja doch wunderbar gezeigt, das ist auch ein Intellektueller. Er ist nicht der Casanova, der die Frauen konsumiert, sondern er will etwas anderes. Er will etwas, was drüber steht. Er will etwas Bleibendes. Ja. Und es passiert ihm genau das, was er am meisten befürchtet. Am Schluss landet er ja fast, man könnte fast sagen, obwohl es um Aristokraten geht, in einer bürgerlichen Ehe. Ich muss sagen, ich finde dieses Stück heute noch sehr frisch. Sag ich mal. Ich finde es immer noch, es liest sich hervorragend. Ja, die Sache aber wirft ein Problem auf. Es gibt viele Stücke, Werke über den Faust. Und immer ist der Faust der Intellektuelle auf der Suche nach irgendetwas, in allen Varianten. Mit dem Don Juan-Stoff ist etwas Unglaubliches. Der Stoff wird immer wieder aufgegriffen, ist immer wieder was an. Don Juan rast wie verrückt hinter den Frauen her. Dann kommt einer und sagt, hehe, das stimmt ja alles nicht. Der rast so hinter den Frauen, weil er impotent ist. Hat es auch schon gegeben. Dann kommt der Nächste und zeigt ein Don Juan, dass ein Mensch, der alles sexuell in Ordnung, aber hat Minderwertigkeitskomplexe, deswegen von einer Frau zur anderen. Aber Frisch ist trotzdem ein toller Einfall. Und dann noch die Geschichte, dass der Don Juan sein eigenes Ableben inszeniert, um sich selber sozusagen zu dementieren. Ja. Man glaubt aber weiter an die Legende. Ja, aber ich muss Sie auf etwas aufmerksam machen. Ja, ich bitte darum. Ich weiß nicht, ob ich mich irre. Das Stück ist sehr interessant und es liest sich gut. Auch heute. Ja. Auf der Bühne ist es nicht sehr gut. Gilt das für die meisten Stücke von Frisch, bis auf den Biedermann? Bis auf den Biedermann, Andorra bis zur Mitte, in der ersten Hälfte. Die anderen Stücke sind auf der Bühne heute nicht erträglich. Wissen Sie, ich weiß nicht warum, aber ich erinnere mich an eine Aufführung von Don Juan und die Liebe zur Geometrie in Hamburg. Na, 40 Jahre her, 35 bis 40, war sehr schwach. Das Stück war interessant, die Aufführung, guter Schauspieler, dennoch schwach. Also gibt für solche Sie ist Werke. Doch der Erzähler, nicht so sehr der Konstrukteur letztlich von Stücken oder der Konstrukteur der Romane. Der Erzähler mit der einzelnen Fabel, hätte ich fast gesagt. Aber noch etwas, nicht nur der Erzähler. Im Tagebuch, beide Bände, sind ja zwei Bände, gibt es eine Fülle 46, 49 muss man sagen und 66 bis 71. In den Bänden ist eine Fülle von Prosastücken, die nicht gerade Erzählungen sind, aber essayistische kleine Arbeiten, die sehr originell sind. Ja. Er hat eine Fähigkeit gehabt, er hat die Probleme seiner Umwelt frisch gesehen. Ich meine, es ist kein Wortspiel mit seinem Namen. Das hat ja von Friedrich Luft gibt es das Wortspiel. Ja. Dieses Stück war nicht frisch, es war dürr und matt. Aber Namenswortspiele sind immer bedenklich. Wissen, man hat allen, wenn ich einen jungen Redakteur bekam in der FAZ in den 15 Jahren, habe ich am ersten Tag gesagt, Namenswitze sind verboten. Ja. Ich weiß, wovon ich rede, denn mein Name Reich ist von vielen Lehrern zu Namenswitzen verwendet worden. Ich konnte das nicht. Also Sie sind einschlägig geprüft worden und müssen immer wieder Reich ablehnen. Versuchen Sie nicht geisterreich zu sein, immer irgendwelche Kombinationen. Sagen Sie noch einen Satz, wenn Sie den gleich mit einbeziehen können in das, was Sie sagen wollen. Also der Erzähler Frisch, auch von kleineren Geschichten, Essays. Und es gab aber auch den Essayisten, der eben doch politisch engagiert war. Er hat nie Flugblätter geschrieben, nie aufgerufen. Keine Pamphlete und damit hat er sich nicht beschäftigt, aber er hat, wenn man ihm Fragen stellte, sich den Fragen nicht entzogen. Widerwillig hat er geantwortet. Das ist ja eine der schrecklichen Sachen der Prominenz, dass man dann angerufen wird und was halten Sie von Abtreibungen? Ja. Was halten Sie, weil ich sterbe Hilfe? Zu allen Fragen. Zum Schluss, wenn Sie es mit einem Satz sagen sollen, was halten Sie von Max Frisch? Was bleibt? Es bleiben von Frisch die großen drei Romane. Es bleibt die große Erzählung Montauk. Und es bleiben viele Einzelstücke aus den beiden Tagebüchern.
Ich glaube, ich bin ganz fest davon überzeugt, dieser Schriftsteller ist nicht passé. Es wird auch eine Art Renaissance von Max Frisch geben. Wann, das weiß ich nicht, aber sie wird kommen. Vielen Dank, Marcel Reich-Ranicki. Aber nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Ja, ja, eben. Ja, ja. Aber ich kann sagen, dass die Figuren bei Frisch ja mir näher stehen ja als die von Graf. Wissen Sie, an welchen Autor ich gedacht habe? Ja. An einen Amerikaner, Louis Begley. Jetzt mit Schmidt und Schmidts Bewährung, weil er auch, es sind natürlich auch Alterswerke, in der Welt eines reichen Anwaltes. Dabei ist mir Frisch wieder eingefallen mit Montauk. Finden Sie das sehr abwegig? Nein, gar nicht abwegig. Ich finde ja von Begley vor allem sehr schön das Buch, das in, während der deutschen Okkupation in Polen spielt. Ja, Lügen in Zeiten des ja, Krieges. Lügen, ja, das ist ein wunderbares sehr, Buch. Nein, nein, ja, ein guter, hochbeachtlicher ja Schriftsteller. Jetzt werde ich sagen, zurück zu Frisch. Ja, genau. Wissen Sie, dann ich wollte weiter Ihnen auch nur mal zeigen, wohin das führt. Ja. Ja. Wenn, ja. Dass ich das auch kann. Ja, 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 ja. Also, Herr Fort, ja. Bei Frisch, also, die Tagebücher. Ja. Da, diese Tagebücher sind doch ungeheuerlich. Da ist das Material da ist für alles schon drin. Alles drin. Die Geschichten. Graf Öderland, ja, das Drama Graf Öderland. Biedermann ist drin. Natürlich ist Biografie ein Spiel, wahrscheinlich auch, da bin ich gar nicht sicher. Ja. Ein spätes Stück von Max Frisch, nicht ganz geglückt. Aber mich hat es schon gereizt, dieses Stück, wo eigentlich gezeigt wird, wie ein Empfang zu Ende geht, alle gehen weg, nur eine bei einem einzelnen, einsamen Herrn, nur eine Dame kommt wieder, weil ihr Wagen nicht anspringt und sie muss zurück zu ihm, um jemanden anzurufen. Und er guckt sie an und sagt, wenn Sie jetzt bei mir über Nacht bleiben, brauchen wir in 7 Jahren 2 Rechtsanwälte. Ja. Ich meine, ja, ich meine, das ist schon eine Abbreviatur, ja, die ja schon ganz toll, eigentlich interessant, wie Liebe entsteht, wie Beziehungen sich entwickeln. Auch wie, Eifersucht. Wie Eifersucht. Eifersucht ist ja ein sehr starkes Thema. Ja, bei und wie Leute auseinandergehen. Das hat Frisch und gezeigt vor dem Hintergrund unserer Epoche. Das ist und sehr, rückhaltlos sehr ehrlich, finde ich, die Eifersuchtsbeschreibung, ja. Ach, wissen Sie, oder das weiß ich nicht, vielleicht ehrlich. Ich würde sagen, darauf kommt es nicht an in der Literatur. Nicht ja richtig. Muss ja nicht ehrlich sein, gut muss es sein. Naja, aber dass jemand sich, Eifersucht gilt ja als Schwäche, dass jemand sich dazu bekennt und es dann sehr genau beschreibt, ist doch eine große Leistung. Die meisten würden es ja leugnen, ja, und so tun, als stünden sie drüber, seien völlig souverän. Nein. Das hat er nicht gemacht. Frisch hat in seinem ganzen Werk immer wieder seine Schwächen gezeigt. Aber er hat eine ganz hochinteressante Sache, ein ganz wichtiges Element. Er war ein Diagnostiker menschlicher Leiden in seinen Büchern. Kein Therapeut. Er hat nie Lösung als der, noch wenig bekannt in Zürich war, seiner wirklich angenommen hat, ihn sozusagen betreut hat. Ja. Das ist charakteristisch für ihn, charakteristisch auch die große Freundschaft zwischen Frisch und dem Konkurrenten, Frisch ja und Friedrich Dürrenmatt. Nur, das war diese Freundschaft frei von Neid? Ja, die war fabelhaft, aber sie ging bis zu einem bestimmten Punkt und dann zerbrach die Freundschaft. Frisch hat etwas Unglaubliches gesagt, das werde ich ihm nie vergessen. Das gibt es in der Weltliteratur überhaupt nicht. Frisch ist in einem Interview gefragt worden, was ist das Wichtigste, was die Dramatik überhaupt nach 1945 gemacht hat. Und da hat er gesagt, das beste Drama nach 1945 ist der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt. Dass einer das Werk eines Konkurrenten als das allerbeste nennt, das gibt es überhaupt nicht. Das war eine fabelhafte Äußerung. Übrigens, insofern eine richtige, als in der Tat, glaube ich, Frisch ein Stück, das so gut wäre, wie der Besuch der alten Dame nicht gelungen ist. Andererseits ist es traurig, aber wahr,
fabelhaftes Stück, Besuch der alten Dame, ja, schon sehr verblasst. Nein, natürlich, von Frisch sind die meisten Stücke verblasst. Andorra, naja, das Spiel noch Laientheater ab und zu. Er hat alle diese Stücke von ihm, das wirklich gelungene Drama ist eben doch der Einakter Biedermann und die Brandstifter, wo dann jemand auf die Idee kam, ja, da soll noch ein zweiter Teil dazu geschrieben werden. Obwohl es in diesen Stücken liegen ja faszinierende Ideen zugrunde. Also bei Andorra, wie jemand so wird, wie die anderen ihn sehen, dieser Andri, ja, den die anderen fälschlicherweise für einen Juden halten, und der nimmt dann die Eigenschaften an, die ihm nachgesagt werden. Ist eine grandiose Idee. Es geht ja eigentlich nicht nur um die Auseinandersetzung mit der Verfolgung und Vernichtung der Juden, sondern um ein, wenn man will, ein soziologisches Grundproblem. Alles, was er hatte Sie immer, sagen. Immer hervorragende Ideen. Auch in alles, was Sie sagen. Nur gegen das Stück kann man etwas ausspielen, ein Konkurrenzwerk, das meisterhaft und vollendet ist und dasselbe Thema behandelt, nämlich die Geschichte der andorranische Jude von Max Frisch. Ja. In der kurzen Geschichte. Ja, schon sehr früh in seinem Tagebuch. Im Tagebuch 46 bis 49 steht es schon. Ja. Das Stück ist ja eigentlich hochinteressant bis zur Mitte. Die zweite Hälfte ist viel schwächer. Soviel ich weiß, kam er in eine tiefe Krise, nachdem er die Hälfte von Andorra geschrieben hat. Er konnte nicht, das ist doch ungeheuerlich. Da ist das Material ist für alles schon drin. Alles drin. Die Geschichten. Graf Öderland, das Drama Graf Öderland. Biedermann ist drin. Natürlich ist Biografie ein Spiel, wahrscheinlich auch, da bin ich gar nicht sicher. Ja. Ein spätes Stück von Max Frisch, nicht ganz geglückt. Aber mich hat es schon gereizt, dieses Stück, wo eigentlich gezeigt wird, wie ein Empfang zu Ende geht, alle gehen weg, nur eine bei einem einzelnen, einsamen Herrn, nur eine Dame kommt wieder, weil ihr Wagen nicht anspringt und sie muss zurück zu ihm, um jemanden anzurufen. Und er guckt sie an und sagt, wenn Sie jetzt bei mir über Nacht bleiben, brauchen wir in 7 Jahren 2 Rechtsanwälte. Ja. Ich meine, das ist schon eine Abbreviatur, toll, eigentlich interessant, wie Liebe entsteht, wie Beziehungen sich entwickeln. Auch wie, Eifersucht. Wie Eifersucht. Eifersucht ist ja ein sehr starkes Thema. Ja, bei und wie Leute auseinandergehen. Das hat Frisch gezeigt vor dem Hintergrund unserer Epoche. Das ist und sehr, rückhaltlos sehr ehrlich, wichtig. Finde ich, die Eifersucht. Versuchsbeschreibung, ja. Ach, wissen Sie, oder das weiß ich nicht, vielleicht ehrlich. Ich würde sagen, darauf kommt es nicht an in der Literatur. Nicht richtig. Muss ja nicht ehrlich sein, gut muss es sein. Aber dass jemand sich, Eifersucht gilt ja als Schwäche, dass jemand sich dazu bekennt und es dann sehr genau beschreibt, ist doch eine große Leistung. Die meisten würden es ja leugnen, ja, und so tun, als stünden sie drüber, seien völlig souverän. Nein. Das hat er nicht gemacht. Frisch hat in seinem ganzen Werk immer wieder seine Schwächen gezeigt. Aber er hat eine ganz hochinteressante Sache, ein ganz wichtiges Element. Er war ein Diagnostiker menschlicher Leiden in seinen Büchern. Kein Therapeut. Er hat nie Lösungen vorgeschlagen, nie gesagt, was man machen soll, wie man es machen muss. Er hat nur zeigen wollen, wie es ist, was mit dem Menschen geschieht, eben wenn er sich in irgendein Mädchen verliebt und nachher stellt sich heraus, das Mädchen ist seine Tochter. Also ein doller Einfall. Natürlich gab es das schon in der Literatur. Aber zurück noch zu Frisch. Er hat in den Stücken immerhin Rollen geschrieben. Und deswegen sind die Stücke von Schauspielern gern gespielt worden. Aber eine Sache ist sehr traurig. Wenn man über das, man muss sich immer wieder den Spielplan der Theater, sagen wir der deutschen Theater, schweizerische, österreichische gehört alles dazu, ansehen, wie der Spielplan aussah in den 50er Jahren. Mhm. Hochinteressant. Da liest man Stücke, 30 Titel, kein einziger. Der technische Mensch, der sich mit sich selbst völlig im Reinen ist, der sich selbst definiert, nur er wird vom Leben dementiert und deformiert. Ja. Und Gantenbein erfindet sich gleich von vornherein. Er sagt gleich, mein Name sei Gantenbein und erfindet alle die Geschichten. Und am Schluss heißt es, als wären sie alle nicht geschehen. Ja. Ist das eine Stärke, dass er dieses Identitätsproblem sozusagen
als Aufhänger genutzt hat? Nein. Oder ist überhaupt es aus Ihrer Sicht eine Schwäche? Es ist nicht, er wollte nicht naiver Erzähler sein. Nein. Ich möchte mich nicht auf das Wort Schwäche hier festlegen lassen. Ich will nur sagen, nehmen wir als Beispiel, um das, die Frage zu beantworten, die Sie eben gestellt haben, nehmen wir als Beispiel den Roman Homo Faber. Das ist ja die Geschichte, Sie haben ja das Problem schon hier gezeigt. Einer glaubt, man kann alles auf Erden messen, wiegen, mit Rationalismus kann man alles errechnen, alles, und das Leben widerlegt es. Die These ist so absurd, die alles Irrationale so vollkommen leugnet, dass deren Widerlegung... Aber es gab doch diesen Glauben an die Technik und Technik. Also, wie kann man sagen, in den 50er Jahren gab es doch sicher Leute. Alles kann man voraus berechnen. Nein, plötzlich werden Menschen, die 40 Jahre alt sind, krebskrank und sind ein halbes Jahr später krank. Und die ganze Medizin in manchen Fällen ist völlig hilflos. Ja. Nein. Es passiert das Leben. Im Leben unendlich viel, was eben nicht berechenbar ist und nicht mit dem wahren Rationalismus zu klären ist. Nun ist aber Folgendes. Dieser Faber, der Ingenieur, fährt auf diesem Schiff nach Europa zurück. Und es ist da diese unvergessliche Szene, die Begegnung mit einem ganz jungen Mädchen. Und die große Liebe des 50-jährigen Faber, des Ingenieurs zu diesem Mädchen. Man hat mir sehr verübelt, als ich mal vor vielen, vielen Jahren geschrieben habe, dass da eine so fabelhafte Liebesgeschichte, dass sich nachher herausstellt, das Mädchen ist seine Tochter, das ist eine andere Sache. Aber wenn sich das nicht herausgestellt hätte, wäre es auch eine dolle Liebesgeschichte, die er hier erzählt. Und natürlich das. Ich meine, auf dem Schiff lernt er sie kennen, in Frankreich bekommt die Geschichte einen gewissen Charme, in Italien wird es die große Liebesgeschichte und in Griechenland schlägt die Tragödie zu. Genau. Das ist schon doll erzählt, das sind fabelhafte Episoden. Aber es ist natürlich auch, wenn Sie das kritisieren, die Konstruktion ist ja das umgekehrte Ödipus-Motiv eigentlich, es hat natürlich schon etwas sehr Unwahrscheinliches, nicht? Also diese frühere Geliebte, Hannah, das Kind sollte abgetrieben werden, er findet sie dann irgendwo wieder und die, mit dieser Tochter fängt er ein Verhältnis an, ohne es zu wissen, hat etwas sehr Konstruiertes. Ja, das war der Hintergrund meiner Frage und trotzdem ist es großartig erzählt. Die großen Romane sind oft ein guter, hochbeachtlicher Schriftsteller. Jetzt werde ich sagen, zurück zu Frisch. Ja. Genau. Wissen Sie, ich wollte Ihnen auch nur mal zeigen, wohin das führt. Ja. Wenn man, dass ich das auch kann. Bei Frisch, also, die Tagebücher. Diese Tagebücher sind doch ungeheuerlich. Da ist das Material da ist für alles schon drin. Alles drin. Die Geschichten. Graf Öderland, das Drama Graf Öderland. Biedermann ist drin. Natürlich ist Biografie ein Spiel, wahrscheinlich auch, da bin ich gar nicht sicher. Ja. Ein spätes Stück von Max Frisch, nicht ganz geglückt. Aber mich hat es schon gereizt, dieses Stück, wo eigentlich gezeigt wird, wie ein Empfang zu Ende geht, alle gehen weg, nur eine bei einem einzelnen einsamen Herrn, nur eine Dame kommt wieder, weil ihr Wagen nicht anspringt und sie muss zurück zu ihm, um jemanden anzurufen. Und er guckt sie an und sagt, wenn Sie jetzt bei mir über Nacht bleiben, brauchen wir in 7 Jahren 2 Rechtsanwälte. Ja. Ich meine, das ist schon eine Abbreviatur, die schon ganz toll, eigentlich interessant, wie Liebe entsteht, wie Beziehungen sich entwickeln. Auch wie, Eifersucht. Wie Eifersucht. Eifersucht ist ja ein sehr starkes Thema. Ja, bei und wie Leute auseinandergehen. Das hat Frisch gezeigt vor dem Hintergrund unserer Epoche. Das ist und sehr, rückhaltlos sehr ehrlich, wichtig. Finde ich, die Eifersuchtsbeschreibung. Ja, ach, wissen Sie, oder das weiß ich nicht. Vielleicht ehrlich. Ich würde sagen, darauf kommt es nicht an in der Literatur. Nicht wichtig. Muss ja nicht ehrlich sein. Gut muss es sein. Aber dass jemand sich, Eifersucht gilt ja als Schwäche, dass jemand sich dazu bekennt und es dann sehr genau beschreibt, ist doch eine große Leistung. Die meisten würden es ja leugnen, ja, und so tun, als stünden sie drüber, seien völlig souverän. Nein. Das hat er nicht gemacht. Frisch hat in seinem ganzen Werk immer wieder seine Schwächen gezeigt. Aber er hat eine ganz hochinteressante Sache, ein ganz wichtiges Element. Er war ein Diagnostiker menschlicher Leiden in seinen Büchern. Kein Therapeut.
Er hat nie Lösungen vorgeschlagen, nie gesagt, was man machen soll, wie man es machen muss. Er hat nur zeigen wollen, wie es ist, was mit dem Menschen geschieht. Eben, wenn er sich in irgendein Mädchen verliebt und nachher stellt sich heraus, das Mädchen ist seine Tochter. Also ein doller Einfall. Natürlich gab es das schon in der Literatur. Aber zurück noch zu Frisch. Er hat in den Stücken immerhin Rollen geschrieben. Und deswegen sind die Stücke von Schauspielern gern gespielt worden. Zurück zum Stiller. In Stiller gibt es so alle möglichen Motive, Szenen, die zusammenhängen miteinander, irgendwie oder nicht. Ach, wissen Sie, die ganze Theorie mit dem Stiller, man muss sich annehmen. Die Frage der Identität interessiert mich alles nicht. Aber Stiller und die Julika, diese Ehe- und Liebesgeschichten und die anderen in dem Roman, das ist fabelhaft. Er war ein ganz großer Kenner der Psychologie und ein großer Kenner der Liebe, der Erotik. Das, wenn sich Schriftsteller so sehr für Erotik interessieren, hat das immer mit dem eigenen Leben zu tun. Wie ja überhaupt bei guten Schriftstellern alles, was sie schreiben, mit dem eigenen Leben zu tun hat. Ich meine, der Shakespeare, das muss ein furchtbarer Mensch gewesen sein. Der war zu allem fähig. Ja. Der war fähig, so zu sein wir wie Richard der Dritte. Wir müssen das annehmen, sonst hätte er diese Dramen nicht schreiben können. Also zurück zur Sache zu Max Frisch. Also es ist in allen diesen Büchern Erotik auf eine ganz besondere Art dargestellt. Was ist das Besondere an der Erotik bei Frisch? Wissen Sie, das ist eine Frage, die mich interessiert hat. Warum ist mir dieser Frisch eigentlich, steht er mir näher als Graf oder Uwe Jonsson, auch Martin Walser? Er zeigt eine ganz andere Welt. Jonsson zeigt vorwiegend eine kleinbürgerliche Welt. Auch Walser, na Gras, diese Ladenverkäufer, es beginnt schon in der Blechtrommel. Die haben alle ihr Milieu, ihre Welt, die sie gut, zum Teil fabelhaft darstellen. Frisch ist der Einzige, der in den Mittelpunkt seiner Romane den bürgerlichen Intellektuellen von heute stellt. Deswegen, ich habe den Eindruck... Aber der bürgerliche Intellektuelle hat sich natürlich... auch nach dem Krieg pausenlos mit der Frage der Identität befasst. Es war, also ich glaube, Walser, den haben Sie eben erwähnt, Frisch wäre auch ein großer Soziologe geworden, wenn er gewollt hätte, weil er die Rollenproblematik, die Identitätsproblematik sehr gut geschaut hat. Er hat allerdings, und das bekräftigt ja Ihre These selber gesagt, die Literatur beschäftigt sich eigentlich mit dem, was da ist beim Einzelnen, wenn man die Soziologie weglässt, was sozusagen übrig bleibt, das ist eigentlich das Interessante an der Literatur. Ja, und da sind wir ja bei dem Einzelnen, bei der Erotik, bei der Eifersucht, die ein großes Thema war. Ja, aber noch etwas. Es gibt eine wunderbare Passage bei Frisch, wo er sagt, wir leben in solchen schrecklichen Zeiten, was sich alles da abspielt und Atomkrieg droht und dergleichen. Und da sollen wir uns mit Ich-Problemen, mit den Konflikten irgendwelcher Individuen beschäftigen. Und er sagte, ja. Aber am Ich erweist sich das Leben. Ja. Und deswegen ist er derjenige, der den im Theaterstück existiert, 20 Jahre, Schluss, erledigt. Die ganzen Stücke von Anouilh, von Giraudoux, auch von Claudel, die man damals gespielt hat. Und von Frisch, wer spielt denn Graf Oederland? Aber auch Beckett, Brecht auch hat ja wenig gespielt. Ja, Brecht. Auf die Ebene Genie, da ist ein bisschen anders immer, wenn wir auf die geniale Ebene kommen. Denn die Stücke von dem Shakespeare spielt man ja auch immer wieder. Aber es sind wenige. Das meiste geht beim Theater wahnsinnig schnell verloren. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Denn das sind ja nicht Aktualitätsstücke. Anouilh hat doch in seinen Stücken Probleme behandelt. Nach wie vor, ja. Die Probleme sind da nach wie vor, aber man spielt sie nicht. Warum? Wenn man mit einem Intendanten, einem Theaterintendanten, Sie sind da unschuldig, Herr Voss, aber wenn man mit Theaterintendanten spricht, bin ich unschuldig. Da sagen die Theaterintendanten sagen immer einen Satz, da bin ich wieder machtlos, da kann ich nichts tun. Die sagen, das ist vorbei, das kann man nicht mehr spielen. Halt, warum nicht? Nein, das kann man nicht mehr spielen. Sie glauben, die Probleme sind doch schon zeitlos, die auch Frisch gezeigt hat? Ich weiß es nicht.
solche Dummköpfe sind Theaterintendanten nicht. Wenn sie diese Stücke nicht mehr spielen wollen, hat das schon Gründe, denn die suchen ja Stücke. Aber es wird ja auch mal wieder entdeckt und es gibt ja auch wieder Belegungen. Gucken wir ganz wenige, nennen wir mal einen Namen eines Autors, der am Leben geblieben ist mit seinem dramatischen Werk, Horvath. Ödön von Horvath. Das ist ein ungewöhnlicher Fall. Der Zuckmayer ist schon weg. Wir entfernen uns immer mehr von Frisch. Ja, aber Zuckmayer, nichts. Ich nehme mal ein Stück von Frisch, das Sie vielleicht nicht so gut finden, das aber Ihre These illustriert, das mir sehr gefallen hat, damals und heute. Das ist die Komödie Don Juan. Oder die Liebe zur Geometrie. Liebe zur Geometrie. Und da wird ja doch wunderbar gezeigt, das ist auch ein Intellektueller. Er ist nicht der Casanova, der die Frauen konsumiert, sondern er will etwas anderes. Er will etwas, was drüber steht. Er will etwas Bleibendes. Ja. Und es passiert ihm genau das, was er am meisten befürchtet. Am Schluss landet er ja fast, man könnte fast sagen, obwohl zum Aristokraten geht, in einer bürgerlichen Ehe. Ich muss sagen, ich finde dieses Stück ja heute noch sehr frisch, sage ich mal. Ich finde es immer noch, es liest sich hervorragend. Ja, die Sache aber wirft ein Problem auf. Es gibt viele Stücke, Werke über den Faust. Und immer ist der Faust der Intellektuelle auf der Suche nach irgendetwas, in allen Varianten. Mit dem Don Juan-Stoff ist etwas Unglaubliches. Der Stoff wird immer wieder aufgegriffen, ist immer wieder was anderes. Don Juan rast wie verrückt hinter den Frauen her. Dann kommt einer und sagt, hehe, das stimmt ja alles nicht. Der rast so hinter den Frauen, weil er impotent ist. Hat es auch schon gegeben. Dann kommt der Nächste und zeigt ein Don Juan, dass alle Unterhaltungsschriftsteller waren. Nestroy und Raimund. Aber fabelhafte Autoren, ganz fabelhafte Lustspielautoren. Und die Schweizer Autoren, also der Nachkriegszeit, diese beiden großen Heroen, Max Frisch und Dürrenmatt, sind ja beide auch sehr unterhaltsame Autoren. Das Wort ist deshalb so gefährlich, weil es immer verwechselt wird mit dem Begriff Unterhaltungsliteratur. Und das ist leider in Deutschland ein negativer Begriff. Ich kenne einige Autoren, die ich schätze, waren reine Unterhaltungsschriftsteller. Also ich bitte um Entschuldigung. Ja. Was war Shakespeare sonst? Das war doch ein Unterhaltungsautor, der Shakespeare hat doch Stücke geschrieben, um die Leute zu amüsieren. Dass dabei die besten Stücke der Welt entstanden sind, ist eine andere Sache. Aber das war seine Hauptintention. Gut, unterhaltsam soll es sein, darf es sein, aber die Unterhaltung ist nicht alles dabei. Naja. Bei Frisch sehen Sie die Frage, Sie haben vorher die Frage der politischen Engagements. Ja. Frisch hat dazu etwas sehr Interessantes gesagt. Frisch hat gesagt, eigentlich war er überhaupt kein engagierter Schriftsteller. Engagement war nicht vorgesehen, sagt er. Das war nicht beabsichtigt, nicht vorgesehen. Er wollte schreiben, er musste schreiben, um das zu zeigen, was er erlebt hat, seine Umwelt, seine wichtigsten, die Geschehnisse. Aber ein politisches Engagement? Überhaupt nicht. Nur, und da hat er eine erstaunliche, fabelhafte Formulierung, von einem bestimmten Grad des Erfolgs, man kann gleich vielleicht hinzufügen, der Popularität, der Bekanntheitsgrad, stellt sich, ob man es wollte oder nicht, Verantwortung ein. Man ist verantwortlich. Und diese Verantwortung ist auch politisch. Ja, er sagte immer, es sei seine Verantwortung als Bürger, wenn man so will, als prominenter Bürger. Sie sprachen ja seinen Brotberuf an. Frisch war Architekt, war ein Mensch, der rechnen konnte, der zeichnen konnte, auch ein genauer Mensch. Ich denke, das spiegelt sich zum Teil auch in seiner Sprache. Und weil Sie das Schwimmbad am Letztigraben angesprochen haben, ich habe mir jetzt noch mal Fotos angesehen, das ist wirklich eine sehr schöne, moderne Architektur. Es gefällt mir sehr gut, aber man kann auch daran anknüpfen, die Frage des politischen Engagements, denn er hat einen anderen Autor, den er bewundert hat und von dem er sich distanziert hat, auf den 10-Meter-Turm geschleppt, der sehr ängstlich war dabei, Bertolt Brecht, und der sehr interessierte Fragen ihm gestellt hat, allerdings auch sehr froh war, als er von diesem Turm wieder runter war. Ja, also wissen Sie, Letzigraben, Sie haben sich die Zeichnungen mal angesehen, wie er das alles schön entworfen hat. Ich habe mehr
für die deutsche Literatur getan. Sind Sie da geschmissen? Jawohl, die deutsche Literatur, um sie zu erkunden. Ja. Ich habe beispielsweise schon eine Suppe gegessen, die Grass gekocht hat. Beinahe heroisch. Was war denn gefährlicher, das Schwimmbad oder die Suppe aus Ihrem? Nein, also die Suppe, ich hatte Angst, aber es ist mir nichts passiert. Ich glaube, Grass ist der Meinung, Sie hätten ihm auch die Suppe schon versalzen. Dieser Meinung war Grass oft. Was Sie hier gesagt haben, er und Brecht. Ich will ja nicht, weil ich in dieser Sendereihe über lauter schwierige Patienten immer die Gefahr gerate, zu viel über Brecht zu reden, weil ich ihn so, je älter ich werde, desto mehr bewundere ich die Poesie von Brecht. Frisch hat über Brecht einiges geschrieben. Dem Umfang nach nicht viel. 2-3 Aufsätze im Tagebuch, einiges fabelhaft. Er hat den Brecht durchschaut wie kein anderer. Er hat beispielsweise einen Satz über Brecht gesagt, den ich so glänzend finde. Das muss man schreiben können, so einen Satz. Hinterher sagt man, naja, stimmt ja. Nur es hat keiner vor Frisch das geschrieben. Er sagte, Brecht denkt Brecht denkt unbedingt, mit einer ungeheuren Unbedingtheit, weil er an vieles nicht denkt. Weil er diese Fähigkeit hat, vieles nicht zu konzentrieren auf jeweils einen Punkt, eine Frage oder eine These. Weil er vieles wegschiebt. Er erzählte ihm Frisch, zeigte ihm beispielsweise die Häuser in Zürich. Neue Häuser für Arbeiter gebaut. Das wollte Brecht nicht sehen. Nein. Elende Häuser, das wäre gut. Aber es waren schöne Häuser, anständige Häuser. Waren Häuser, die Arbeiter möglicherweise mit der Marktwirtschaft versöhnen konnten. Und das konnte natürlich Brecht nicht gefallen. Er wollte revolutionäre Arbeiter. Natürlich, er hatte das von sich geschoben. Er war ja sehr konsequent in vielem, was er tat. Er hat auch Frisch sehr gut durchschaut, Brechts Verhältnis zum Theater. Er sagt, er war ins Theater verliebt. Man kann sagen, Brecht war so verliebt, wie andere ins Casino gingen oder in die Börse gingen oder so. Er war verliebt. Und das ist das Erstaunliche von Frisch, das erkannte. Er sagte, der hat ein Jahr lang ein Stück geprobt, wenn er ihm dann gesagt hat, es wird nicht aufgeführt, na dann eben nicht. Dieses eine Jahr hat ihm unendlich viel Spaß und Freude bereitet. Das alles hat Frisch gesehen, aber Frisch hat den Unterschied zwischen ihm und Brecht auch sehr genau erkannt. Brecht wollte ja eine ideologische, eine politische Basis, ein Fundament haben, den Marxismus, den Kommunismus für sein literarisches Werk. Davon wollte Frisch nichts wissen. Nicht, auf keinen Fall und unter keinen Umständen. Es gibt ja ein Stück, das exemplifiziert, Biedermann und die Brandstifter, ein Lehrstück ohne Lehre. Auch politisch. Ja, er sagte immer, es sei seine Verantwortung als Bürger, wenn man so will, als prominenter Bürger. Sie sprachen ja seinen Brotberuf an. Frisch war Architekt, war ein Mensch, der rechnen konnte, der zeichnen konnte, auch ein genauer Mensch. Ich denke, das spiegelt sich zum Teil auch in seiner Sprache. Und weil Sie das Schwimmbad am Letztigraben angesprochen haben, ich habe mir jetzt noch mal Fotos angesehen, das ist wirklich eine sehr schöne, moderne Architektur. Es gefällt mir sehr gut. Aber man kann auch daran anknüpfen, die Frage des politischen Engagements, denn er hat einen anderen Autor, den er bewundert hat und von dem er sich distanziert hat, auf den 10-Meter-Turm geschleppt, der sehr ängstlich war dabei, Bertolt Brecht, und der sehr interessierte Fragen ihm gestellt hat, allerdings auch sehr froh war, als er von diesem Turm wieder runter war. Ja, also wissen Sie, Letzigraben, Sie haben sich die Zeichnungen mal angesehen, wie er das alles schön entworfen hat. Ich habe mehr für die deutsche Literatur getan. Sind Sie da geschwommen? Jawohl. Aber Sie sind nicht von diesem Turm geschwommen. Nein, das nicht. Aber schwimmend habe ich dieses. Hat es Ihnen gefallen? Hat mir sehr gefallen. Ich habe ja schon manches getan für die deutsche Literatur, um sie zu erkunden. Ja. Ich habe beispielsweise schon eine Suppe gegessen, die Grass gekocht hat. Beinahe heroisch. Was war denn gefährlicher, das Schwimmbad oder die Suppe aus Ihrem? Nein, also die Suppe, ich hatte Angst, aber es ist mir nichts passiert. Ich glaube, Grass ist der Meinung, Sie hätten ihm auch die Suppe schon versalzen. Dieser Meinung war Grass oft. Er und Brecht. Ich will ja nicht,
weil ich in dieser Sendereihe über lauter schwierige Patienten immer in die Gefahr gerate, zu viel über Brecht zu reden. Ja. Weil ich ihn so, je älter ich werde, desto mehr bewundere ich die Poesie von Brecht. Frisch hat über Brecht einiges geschrieben. Dem Umfang nach nicht viel. 2, 3 Aufsätze im Tagebuch, einiges fabelhaft. Er hat den Brecht durchschaut wie kein anderer. Er hat beispielsweise einen Satz über Brecht gesagt, den ich so glänzend finde. Das muss man schreiben können, so einen Satz. Hinterher sagt man, naja, stimmt ja. Nur es hat keiner vor Frisch das geschrieben. Er sagte, Brecht denkt Brecht denkt unbedingt, mit einer ungeheuren Unbedingtheit, weil er an vieles nicht denkt. Weil er diese Fähigkeit hat, vieles zu konzentrieren auf jeweils einen Punkt, eine Frage oder eine These. Weil er vieles wegschiebt. Er erzählte ihm Frisch, zeigte ihm beispielsweise die Häuser in Zürich. Neue Häuser für Arbeiter gebaut. Das wollte Brecht nicht sehen. Nein. Elende Häuser, das wäre gut. Aber es waren schöne Häuser, anständige Häuser. Es waren Häuser, die Arbeiter möglicherweise mit